Hallo, Servus, du bist immer noch da oder wieder da oder ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall hast du bestimmt schon ein paar von meinen Videos gesehen und viel vielleicht gelesen auf meiner Seite. Danke dafür. Ja, heute ist das Video vielleicht nicht ganz so hell im Hintergrund wie sonst. Warum? Weil es ist gerade Winter. Ich nehme es im Winter 2023 auf. Es ist kurz vor Weihnachten und ich bin so der Typ, hey, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich liebe ja die Morgenstunden, die so wunderbar ruhig sind und in der noch kein Lärm entsteht, außer vielleicht der innere. Ja, deswegen ist es jetzt im Hintergrund dunkler. Das gefällt mir jetzt besser für dieses Video. Wie wenn ich jetzt hier Licht anmachen würde, das ist auch so interessant, wie die Technik so funktioniert. Der komme ich auch im Moment immer näher. Und ich freue mich, dass ich jetzt eben das nächste Video für dich machen kann, weil ich es liebe. Es ist irgendwie mein Ding, es gehört irgendwie zu mir. Keine Ahnung, ich mache es einfach, weil ich persönlich mag auch Videos. Ne? Es kommt natürlich immer darauf an, was magst du oder was magst du nicht so gerne. Ich mag's. Ja, du bist jetzt angekommen, vielleicht auf dem Button, dass du anfangen willst. Und dieser Button, den du da unten findest, wenn du da draufklickst, könntest du anfangen. Und zwar, du kannst mich einfach mal ausprobieren. In einer Gruppe. Das bedeutet genau das, was ich gesagt habe, nämlich teste mich. Ich mache keine sogenannten Kennenlerngespräche mehr, weil irgendwie finde ich, ist es auch sehr oft eine große Zeitverschwendung, ist mir aufgefallen, weil ich habe schon unglaublich viele solcher Gespräche geführt, kannst du dir vorstellen, in den letzten 30 Jahren. Und die bringen jetzt nicht wirklich was. Und ich bin jetzt nicht der Typ von... ich habe jetzt hier mein Blatt stehen und da steht jetzt also drauf, was ich ablesen müsste. Das hast du ja schon gemerkt, dass ich einfach hier Klick mache und rede. Ich habe also kein Papier. Ich bin das Papier sozusagen. Und ja, da heißt es immer, um den Leuten etwas zu verkaufen, müsstest du so und so vorgehen. Und wenn er das sagt, müsstest du das sagen. Sorry, das ist für mich völliger Quatsch. Weil klar, bin ich eine Verkäuferin? Aber klar ist jeder Mensch Verkäufer, also jeder verkauft sich irgendwie. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem Wort Verkauf um und ist es gut oder schlecht besetzt in meinem Leben? Weil viele Wörter sind einfach besetzt. Und also Verkauf fängt dann an, wenn jemand auf meine Seite klickt, ja? Oder wenn jemand mein Video anschaut oder wie immer auch. Und im Grunde genommen weiß der Kunde das ganz genau. Und wieso soll ich da jetzt einen Hehl draus machen? Das ist ganz, ganz klar, dass ich Produkte anbiete, die ich natürlich auch verkaufen will, ganz klar. Und ja, wem sie gefallen, der kauft sie halt und wem nicht, dem nicht. Also diese Manipulationsschienen gehen mir wirklich auf den Keks, die derzeit ganz groß im Umlauf sind. Und das ist, wie gesagt, nicht meine Welt. Deswegen, also meine Erkenntnisse und auch ja von meiner Welt, als ich mich weiterentwickelte, also ich habe wirklich viel Zeit, Geld und Energie verbrannt. Das habe ich auch schon öfters getan und das möchte ich einfach sein lassen. Ja, auch für eben Menschen, die zu mir kommen wollen. Ich finde, ja, wir können uns lange unterhalten, wenn der Tag lange ist, na klar. Aber wenn du wirklich mit mir arbeitest und siehst, wie ich in der Arbeitswelt mit dir bin, ja, dann hast du doch ein viel größeres Gespür, da kannst du doch viel eher dich hineinfühlen, kann ich das ab, was die Annette macht? Oder ist sie doof? Oder weiß ich nicht was? Ja? Oder ich mag das nicht, was sie macht. Ich bin immer so der Learning by Doing Typ. Also für mich funktioniert das einfach auch gut. Vielleicht auch für dich, keine Ahnung. Also hier kannst du auf jeden Fall starten. Wenn du da unten jetzt klicken würdest, könntest du für 4 Wochen mal mit in die Gruppe kommen. Derzeit findet sie montags abends statt. Die Zeiten stehen auch immer unten auf dem Button. Die könnten sich auch mal verändern, weil
Dinge verändern sich einfach im Leben. Nichts ist in Stein gehauen. Und alles Leben ist und bleibt ständige Bewegung. Und wenn wir es nicht mitbewegen, dann wird es vielleicht kritisch für uns. Ja, 4 Wochen, jeden Montag, circa 2 Stunden. Fertig. Du kannst alle deine Fragen stellen, die du hast. Du kannst einfach nur reingehen und zuhören. Du kannst eben Fragen in den Chat stellen und dann werde ich die der Reihe nach beantworten. Und wir schauen einfach wieder, was passiert. Es ist wieder ein leerer Raum. Das hast du jetzt ja schon von mir ein bisschen mitbekommen, wenn du die anderen Videos angeschaut hast. Leere Räume aufmachen, in denen sowieso alles dran ist. Wenn du da bist, ist alles da, was du brauchst. Da bin ich in vollstem Vertrauen. Ja, jetzt geht's los. Du hast es in der Hand. Ich freue mich, wenn du da bist. Aloha, tschüss.